Aufklaren der Fairplay 8. Heute keine Passagiere, keine große Tour. Klaus Maurer und Crew bereiten sich vor für ein einfaches Umsetzen vom Hansa in den Sandtorhafen. Wir machen heute eine Verholfahrt. Wir machen das so, dass wir gleich ablegen, eindampfen, in die Achter springen. Reinhard bleibt an Land, nach dem Ablegen gleich umbauen auf Anlegen Steuerbord, sodass wir dann noch einmal hier festmachen können. Konzentriertes Arbeiten. An Bord der Fairplay? Vorleine los! Wie auch am Bremer Kai im Hansahafen. Und dann? Fairplay 8 macht Fahrt in Richtung Elbe. Langsam, aber mit aller Macht der 600 PS starken Maschine im Bauch des Schiffes. Früher mussten drei Menschen genügen, um den Schlepper im Arbeitsalltag zu bedienen. Nun teilen sich mehrere Ehrenamtliche die vielen Aufgaben unter oder auf dem Deck. Es ist immer anders. Jedes Mal anlegen und ablegen ist anders. Das Wasser ist anders, der Wellenschlag ist anders. Schifffahren ist Teamarbeit. Jeder in der Crew weiß, was wann wo zu tun ist. Keine Hektik, nur kurze, knappe Kommandos. Es ist, als würde die Ruhe des Stahlkolosses auf die Crew abfärben. Der schickt ja auch ganz schön die 100 Tonnen. Wenn man da mal erstmal so in Schwung ist, muss man höllisch aufpassen, dass man es auch gebremst kriegt. Aber so Ad-Hoc-Manöver gibt's hier nicht. Das muss alles mal easy sein. Die Fairplay-Familie, das sind Gleichgesinnte auf Augenhöhe. Auch wenn es um das Privileg geht, das Schätzchen zu steuern. Aber es bringt Spaß, wenn man den Decksdienst unten fertig gemacht hat, die Leinen alle aufgeschossen sind und man hat ein bisschen Zeit, dann kommen die Decksleute hier hoch und lösen sich in der Regel so alle halbe Stunde dann ab. Klaus Maurer hat erst nach seiner Pensionierung das Patent für Traditionsschiffe gemacht. Das war hart, anstrengend, aber die Fairplay war ihm die Mühe wert. Also Schlepper ist einfach was Sinnliches. Es ist einfach ja, die Urkraft von Schiff, muss man sagen. Und eine tolle Technik. Und wenn man sieht, wie sie mit den großen Schiffen jonglieren, das ist schon faszinierend. Nicht? Und gerade so ein altes, schönes Schiff wie dieses hier, dann auch zu erhalten, in Fahrt zu halten, zu präsentieren, ist eine tolle Aufgabe. Als sie 1962 in Dienst gestellt wurde, zählte die Fairplay zum Neuesten vom Neuen. Aber die rasante Entwicklung der Frachtschiffe ließ den Schlepper schon bald alt aussehen. Dass er jetzt Runde 60 wird, der Verdienst der vielen Ehrenamtlichen der Stiftung, die ihre Fairplay bis heute in Schuss und fahrtüchtig halten. Denn die nächsten Gästefahrten stehen an. Mit dem Traditionsschiff Hamburg und den Hafen erleben. Auf der Fairplay 8. Schlepper von 1962.